sind wir, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Markup Show Fan Talk nach dem 26. Spieltag, nach der Partie der Löwen gegen den VfR Aalen. Unser Gast heute, Dominik Stahl. 1:1, ein Punkt gewonnen oder zwei verloren? Ja, gute Frage. Hätte man es vor dem Spiel gefragt, wir wollten natürlich den Dreier holen zu Hause. So wie das Spiel gelaufen ist, waren wir komplett unzufrieden mit der ersten Halbzeit. Wir waren ängstlich, also die haben genau gewusst, wie sie es gegen uns spielen müssen, haben uns zugestellt, haben gepresst, haben uns dadurch verunsichert, haben uns geändert in der Halbzeit, zweite Halbzeit anderes Gesicht gezeigt, denke ich. Trotzdem ist Gegentor bekommen und da muss man dann fast sagen, ja, das 1-1 war dann noch wichtig, dass sie nicht in der Tabelle an uns vorbeiziehen. Ich habe gesehen, Pauli hat verloren, hat da einen Punkt gut gemacht. Wir müssen so denken in der aktuellen Situation. Jedes Spiel ist knallhart, jedes Spiel muss man uns reinarbeiten und das war heute wieder der Fall. Ja. Die Fans haben darauf gehofft, dass ihr da weitermacht, wo ihr in Fürth aufgehört habt. Ihr habt euch natürlich auch für dieses Spiel gegen den direkten Konkurrenten, man hätte sich wirklich Luft verschaffen können heute Abend. Ihr hattet euch mehr vorgenommen. Die erste Halbzeit, du hast es gerade schon gesagt, ganz, ganz schwach. Hängt es mit der Seuche, die ihr die Woche über gehabt habt, mit den Verletzten, Kai Bühler, sage ich nur, oder Gerry Kackelmacher heute, Thorsten Frühling musste umstellen, hing es damit zusammen? Ich will es jetzt nicht darauf schieben, natürlich ist es bitter, wenn man auf so einem 3-0 rausgeht in Fürth und dann brechen da zwei Spieler weg erstmal, mit dem Kai, wichtiger Spieler, und dem Gerry rechts, der heute früh noch kurzfristig absagen musste, was nicht ging, weil er Fieber hat. Und das sind natürlich Sachen, dann heute im Spiel, der Vitus muss raus, dann hast du da schon mal einen Wechsel weg, Waldet verletzt runter, dann sind schon mal zwei Wechsel weg, du kannst wenig flexibel reagieren und natürlich beeinflusst es, brauchen wir nicht reden, aber ich denke, dass wir einen breiten Kader haben und dass wir dennoch unsere Lehren daraus ziehen müssen, dass wir mutiger spielen noch und ja, also ich will das nicht als Entschuldigung zählen lassen, aber es ist natürlich schon, macht es nicht einfacher. Den einen Wechsel, den Thorsten Frühling noch hatte, da hat er das Unentschieden, da hat er den Ausgleich eingewechselt. Ganz starkes Tor von Rodri. Ja, ist richtig. Wir freuen uns, dass er getroffen hat. Es tut ihm gut, tut jedem Stürmer gut, jedem Spieler. Und es ist eine schöne Sache für ihn, weil es auch ein wichtiges Tor war in meinen Augen. Ja. Es ist Länderspielpause. Wäre es euch lieber, wenn es gleich am nächsten Wochenende mit den Punktspielen weitergehen würde? Wenn ich die aktuelle Personalsituation anschaue, denke ich, können wir die Länderspielpause gut brauchen. Wir gehen ein bisschen gerade auf dem Zahnfleisch, viele sind ein bisschen angeschlagen, sind mit Grippe ein bisschen infiziert und da können wir uns jetzt alle erholen, mal kurz durchschnaufen. Haben wir ein Testspiel ja auch gegen Rubin Kazan am Samstag, um da einfach weiter Dinge einzustudieren. Aber ich denke schon, dass die jetzt mal wie gerufen kommen, weil mit einem neuen Coach haben wir auch noch nicht wirklich Zeit gehabt, irgendwas einzustudieren. Verhalten bei Standards gegen uns, es ist alles so, es muss so schnell passieren und ich denke, dass wir die Pause jetzt nutzen können. Die Spiele gegen die direkten Konkurrenten sind immer besonders schwer. Ich glaube, das hat der Freitag heute wieder gezeigt. Vitus Eicher hast du es gerade schon angesprochen und Waldet Rama beide verletzt. Bei Vitus hieß es in der Pause Verdacht auf Gehirnerschütterung. Weißt du schon mehr? Ich habe jetzt auch nichts anderes gehört. Also ich habe nur gesehen, wie er da ziemlich heftig zusammenprallt. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute und hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Dominik, unser nächstes Heimspiel ist dann gegen Erzgebirge Aue. Du hast jetzt noch schnell die Möglichkeit, einen Löwenfan noch glücklich zu machen. Schauen wir mal. Der Peter Schmidt. Aus Benediktbeuren. Der Peter Schmidt aus Benediktbeuren gewinnt unseren Löwentipp im 60er Club. Und ich darf ihm gratulieren. Er muss nicht mit dem Radl heimfahren. Wir werden es ihm auf anderen Wege zukommen lassen. Herzlichen Glückwunsch an den Peter Schmidt. An dich geht ein Coca-Cola Wavebike. Tolles Fahrrad. Übrigens nicht in Rot, sondern in Weiß. Sehr gut. Unser Gesprächsgast heute beim Hackup Show Fan Talk, Dominik Stahl. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir hören uns wieder hier an gleicher Stelle nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue am Ostersonntag. Das ist der 5. April. Schönes Wochenende und ja, wir sind froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben. Ich glaube, der kann am Ende der Saison noch ganz wichtig werden. Immer weiter. Schönes Wochenende. Pfiat einer.